Der Heldenplatz in Wien war proppevoll. Über 100.000 Menschen waren am Samstag zum Konzert Voices for Refugees gekommen, um Flüchtlingen ihre Solidarität zu zeigen. Prominente Künstler wie Conchita Wurst, Konstantin Wecker und die Toten Hosen sind aufgetreten. Die unter anderem von der Volkshilfe organisierte Veranstaltung machte Stimmung für ein menschliches Europa. Der Eintritt war frei. Spenden wurden gesammelt. Österreichs Bundespräsident Heinz Fischer hielt eine eindringliche Ansprache. Ich wende mich auch nicht vor jenen ab, die vielleicht Angst haben, die vielleicht Sorgen haben. Gerade mit denen muss man auch das Gespräch führen. Wo ich mich abwende, das sind diejenigen, die aus der Not von Flüchtlingen ein Geschäft machen wollen. Irgendeines, ein finanzielles oder ein politisches. Nach der Rede des Präsidenten kamen alle Künstler zu ihm auf die Bühne, um bei Raoul Haspels Schweigeminute mitzumachen. Plötzlich war Ruhe am Heldenplatz, das vielleicht schönste Zeichen in Zeiten des medialen und politischen Getöses.